Ja, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video vom Wassenberger Tauchkeller. Schaut nicht so irritiert, ab und zu muss ich auch mal arbeiten. Das heißt, heute habe ich leider auch nicht die Zeit, um ein langes Video zu machen. Aber als ich die Tage auf meinem Rechner mal so nachgeschaut habe, ist mir ein sehr schönes Video untergekommen, wo eine Schülerin die Boje steigen lässt. Und die Schülerin war im Rahmen der Advanced Open Water Ausbildung unterwegs und musste dann einfach halt zum Abschluss eines Tauchgangs die Boje schießen. Und ich denke, ja, das kann sie sehen lassen. Aber macht euch bitte selber ein Bild darüber. Also ich war damit sehr zufrieden. Gut, schaut euch das Video an, bildet euch die eigene Meinung und lasst dann gerne unten in den Kommentaren da, was ihr vielleicht sonst mal gerne sehen würdet unter Wasser. Oder aber, was euch sonst so noch interessiert. Ich muss mich jetzt erstmal hier um die Manschette kümmern, damit ein Kollege wieder tauchen gehen kann. Er ist nämlich schon ein bisschen auf Entzug, weil er hat nasse Hand bekommen und da steht er gar nicht so drauf. Okay, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns gleich wieder. Das sah doch gut aus, oder? Ich möchte mich da nicht selber loben, aber das ist so eigentlich, was ich von einem Advanced Open Water Taucher erwarte, wenn man zu ihm sagt, du, bitte Boje schießen. Die Wasserlage ist in Ordnung, es wird nicht rumgehampelt oder rumgezappelt, ganz ruhig wird die Arbeit verrichtet, ohne großartige Höhenschwankungen da drin zu haben. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Und wenn ihr vielleicht auch so die Boje schießen wollt, wendet euch entweder an euren Tauchlehrer des Vertrauens oder aber wendet euch einfach an uns. Ja. Damit sind wir auch schon beim Ende des Videos angekommen. Diesmal war es was kürzer, nächstes Mal wird es dafür ein bisschen länger. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, euer Rolf. Ciao.